Weil ich war vor 2 Monaten, war ich bei einem, wie hieß das, glaube ich, wie hieß das nochmal, Ninja Warrior Tournament von TJ, und der hat sowas gestartet. Der hat quasi so ein Ninja Warrior Turnier gemacht. Zwar hat er eine große Halle angemietet, der hatte, glaube ich, auch Probleme mit der Finanzierung und so, weil noch kurzfristig Sponsoren abgesprungen sind, und der hatte mich dann eben gefragt, auch recht kurzfristig, ob ich nicht Lust hätte, dabei zu sein und bei diesem Turnier mitzumachen, wo eben Content Creator, also YouTuber, TikToker, teilweise auch Twitch-Streamer und Instagrammer mitmachen und gegeneinander antreten. Und das fand ich irgendwie die Idee total cool. Und bei dieser Art von Sport, also bei diesen Ninja Warrior Sachen, ich habe mir das mal vorher angeguckt, dann, da geht es ja viel um so Klettern und Festhalten. Und dann habe ich im Gym vorher extra so 2, 3 Mal ein bisschen mehr Klimmzüge gemacht, aber ich habe bei den Klimmzügen, also jetzt Real Talk, ich schaffe einmal irgendwie 8 und danach nur noch 4 oder so, also es ist richtig, richtig schlecht. Habe ich gedacht, okay, das werde ich mies verkacken, dieses Sportevent, aber ich habe gedacht, habe ich trotzdem Lust, da mal mitzumachen. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall mal in ein, zwei reinschauen, weil ich irgendwie finde, dass das echt Spaß gemacht hat. Wir können ja mal anfangen mit Rezo gegen Joey's Jungle. Beim ersten Influencer-Ninja-Tournament duellieren sich 12 YouTuber, Streamer und TikToker in einem XXL-Parcours. In heftigen 1v1-Duellen stellt sich heraus, wer der... Das war halt schon cool. Warte, ich muss das kurz mal zeigen. So, guck mal, das war die Halle. Und das fand ich schon wild. Also, ich gehe mal kurz ein Parcours mit euch durch, um das mal kurz zu erklären. Also, es fing erstmal hier an. Auf der linken Seite, hier seht ihr den Mauszeiger. Und da musste man quasi so, es sind immer zwei gleichzeitig gestartet und mussten immer die ganze Runde rum. Es ging quasi hier rum bis hierher. Und hier musste man quasi steppen. Das heißt also, man musste immer von einem Block zum nächsten springen. Zack. Also hier rechts war noch einer. Rechts, zack, zack, zack. Und hier ging es dann weiter. Man hatte quasi einmal die Möglichkeit, dass man immer von so einem Ding quasi so zum nächsten springt. Boah, Junge, ich mach das nicht nochmal. sich so festhält. Oder man macht quasi mit beiden Beinen quasi, also erst mit dem einen Fuß. Junge, ich erkläre das gerade so unfassbar schlecht, dass ich es einfach gleich zeige. Genau, das ging hier. Dann gab es hier oben diese Ringe, der aus irgendeinem Grund hier in dieser Videosequenz hier schon abgegangen ist, aber wir gucken mal nach links. Gab es diesen Ring, da musste man sich festhalten. Der ist dann hier, diesen Slide, also man musste hier so runtersliden, sich dann abwerfen. Hier ist so ein Netz, da musste man sich drüber singeln, das war richtig schwer. Da ist man richtig oft hängen geblieben. Dann musste man hier rüberspringen. Dann gab es so Stellen hier oben, das Gerüst, da musste man sich so langhangeln, das war auch ganz wild. Oder hat man die Möglichkeit gehabt, drüber zu klettern. Das hat sehr lange gedauert, oder man hangelt sich halt. Und ich habe im Leben gedacht, so dass ich es niemals schaffen werde, dass man sich irgendwie da lang, dass man sich da lang hangelt, weil, wie gesagt, ein Klimmzug und Hangeln ist meines Erachtens, also das kommt, also ne, das ist schon so schwierig wie ein Klimmzug gefühlt. Und da gab es halt irgendwie 6 hintereinander. Dann musste man hier abspringen über so eine Wippe drüber. Und das war Real Talk, glaube ich, das Schwerste sogar, weil du wolltest halt möglichst schnell drüber, aber bei so einer Wippe, du musst halt hoch, dann das Gleichgewicht bewahren, die kippt dann um und kannst dann weiter. Das war gar nicht so leicht, weil die war wirklich 15 Zentimeter breit ungefähr. Genau, dann ist man abgesprungen. Dann hatte man nochmal so einen Balken, wo man drüber gehen musste, wo so Boxsäcke geschwungen sind, gegen die man nicht, also man durfte gegen die laufen, die durfte dann natürlich nicht runterkicken. Dann musste man hier an der Seite nochmal hochklettern, nochmal mit einem Ring sliden hier drauf, und dann gab es noch so eine Wall, die man quasi, ich weiß gar nicht, wie das offiziell heißt, aber so Wall-Running, nee, ist eher Wall-Running, ist, wenn man von oben nach unten, ne? Wo man so hochläuft quasi, sich festhält und dann den Buzzer drückt, so. Das war der Parcours. So, ne, das hier war zum Beispiel dieses Netz. Und ich war in einer coolen Gruppe. Ich war in einer Gruppe mit Papa Platte, also dem Streamer, und Otto Bulletproof. Den habe ich da an dem Tag auch kennengelernt. Und super cool, ich habe den jetzt letztens nochmal kennengelernt. Und wir haben echt, weil wir zusammen auf einem Dreh waren. Und den finde ich super, super korrekt. Und der hat mich auch mal gefragt, ob wir perspektivisch vielleicht mal was zusammen machen wollen. Und ich hätte so Bock auf irgendwas, wo man richtig gefordert wird, also so Seven vs. Wild-mäßiges. Ich hätte so Lust dazu. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Dazu kommt gleich auch noch eine coole kleine andere Reaktion. Da freue ich mich schon. Wir gucken mal. In 1v1-Duellen stellt sich heraus, wer der krasseste Athlet ist. Die Regeln sind absolut einfach. Renn durch den Parcours und drück als erstes den Buzzer. Okay, so, jetzt kann ich das mal kurz erklären, was ich meine. Entweder springt man halt auf das, zack, dann das, zack, dann das. Oder man macht halt mit den Beinen so duck, 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 so in die Richtung, wie ich das hier gemacht habe. Und drück als erstes den Buzzer. Doch machst du einen Fehler, bist du raus. Oh. Wer hat die richtige Technik bei der Himmelsleiter? Wer findet die richtige Balance? Wer ist am Ende der Schnellste bei der Wall? Und wer muss sich im Parcours geschlagen geben und wird rausgejätet? Spoiler! Hier kleiner, ne? Ja. Und dann, ja. Geben und wird rausgejätet. All das seht ihr in den nächsten Wochen hier bei TJs Ninja Tournament. Ja. Und das fand ich auch cool, dass Marc.
mit TJ zusammen moderiert hat. Also auf jeden Fall super cool, was TJ gemacht hat. Mit Sicherheit ein sehr, sehr enges Game. Rezo, ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht oberkörperfrei gesehen. Wie würdest du sagen, ist aktuell seine körperliche Verfassung? Ja, actually, ich glaube, er ist ganz gut drauf. Okay. Aber so haben sie sich selber eingeschätzt. Hi, ich bin Rezo. Ich mache in erster Linie OnlyFans und heute schätze ich meine Chancen hier relativ mittelmäßig ein. Ich habe ganz schön viel Angst vor dem Ding hier. Ich bin jetzt gleich dran. Und ich wäre schon echt traurig, wenn ich jetzt direkt rausfliegen würde. Ja Mensch, Joey, du glaubst auch nicht ernst. Kann man, aber man kann, glaube ich, in der ersten Runde noch gar nicht rausfliegen, weil es gibt immer Dreiergruppen und wenn man einmal verkackt, na gut, doch, da ist die Wahrscheinlichkeit schon recht groß, dass man dann ganz rausfliegt, ne? Sonst müsste es unentschieden geben. Ja, okay, verstehe. Pass auf, dass du gewinnen wirst gegen mich. Also, nee. Schnell, hast du schon mal gesehen, wie schnell ich auch bin? Ja, aber hast du mal gesehen, die Länge meines die ist schon lang. Die ist schon lang, das stimmt. Und deswegen, Freunde, macht mal alle einen fetten Applaus für Rezo und Joey's Jungle! Das war richtig witzig, weil es waren halt nicht so viele Leute da. Es war nicht so leicht, so Stimmung hinzukriegen. Das waren halt alle da oben. Warte, wo bin ich? Ich müsste hier irgendwo, müsste hier auch sein. Aber genau, deswegen irgendwie war es ganz lustig. So, ich hatte gedacht, es kommt noch so ein größeres Publikum, aber so, ja, war es irgendwie, witzig. Ja, und da geht's direkt los. Ja, der erste Run steht kurz davor. Kleiner Größenunterschied auch hier festzustellen. Mal sehen, ob das zum Vorteil. Oh Digga, ich bin aufgeregt. Ich hab's schon voll vergessen wieder, wer gewinnt. Und es ist irgendwie ganz cool, weil ich mich wirklich frage, klar, Joey ist größer, aber wenn du kleiner bist, wiegst du natürlich, also nicht immer, aber in diesem Fall ja wahrscheinlich Rezo wiegt weniger als Joey. Das heißt also, es ist auch einfacher, sich zu tragen. Also ich weiß gar nicht genau, ob es wirklich ein Vorteil ist, groß zu sein. Das kann, ich glaube, das kann auf jeden Fall auch Nachteile mit sich bringen. Oder Nachteil wird. Joey ist natürlich größer. Das wurde alles an einem Tag gedreht. Mehr Gewicht. Mehr Gewicht und manchmal kann man auch die Größe nicht so sehr beherrschen. Die Geschicklichkeit hier ist natürlich auch nochmal entscheidend. Boah, man sieht auf jeden Fall, Rezo und Joey sind, glaube ich, ganz gut angespannt. Boah, es geht los. Oh, CO2-Kanonen und der ist erst Boah, die machen es beide einfüßig. Okay, sie sind beide direkt darüber gesprungen, einfüßig. Genau, das Wort habe ich die ganze Zeit gesucht. Und jetzt muss man diese Ringe nehmen und halt darunter. Oh, kein Kreuzgriff von Rezo. Aber schau. Und das ist jetzt halt, das ist wirklich schwierig, über dieses Seil drüber. Das war schon crazy. Da haben schon viele, haben da irgendwie hart verkackt. Trotzdem. Oh, gleich auf. Rezo leicht vorne. Oh, da hat sich Rezo vorne. Jetzt. Oh, jetzt auf der. Oh, durch. Okay, Joey gibt jetzt Gas. So, und jetzt hat sich Rezo dazu entschieden, oben drüber zu laufen. Was, wie gesagt, einfacher ist. Das spart auf jeden Fall Kraft, aber gleichzeitig auf jeden Fall auch mehr Zeit kostet, eben wenn man da oben drüber läuft, anstatt sich unten lang zu hangeln. Krass. Erklärt, er geht oben drüber. Ist auch deutlich einfacher. Halt dich, oh, Joey hangelt. Er will damit holt er gut auf. Oh, stark. Oh, kurz ein bisschen Schwung verloren, aber ja, kann er kompensieren, passt schon. So, und jetzt ist hier diese Wippe. Wirklich, das Bild hinten von Joey. Aber diese Wippe, die ist halt wirklich schwierig gewesen. Hier auf dem Balance Wheel ist easy. Mark sagt dir, auf diesem Scheißding hat man echt zittrige Beine. Jetzt muss das Timing natürlich passen. Die Box, ey, guck mal, wie ruhig Rezo ist. Oh, er macht's smart. Als ob er es schon gemacht hätte. Boah, Rezo springt direkt ans Seil. Jetzt noch einmal hier oben drauf. Oh, er springt direkt drauf. Ah. Ist egal, darf er. So, und jetzt hat Joey natürlich die Möglichkeit aufzuholen. Und er ist gleich auf mit Rezo. Joey ist gleich auf mit. Ja, das ist eine schwierige Stelle gewesen, auf jeden Fall, da hochzukommen. Rezo, jetzt ist wieder gleich auf. Und gleich auf, gleich auf. Ah. Und Joey holt auf. Joey's Jungle überholt Rezo. Jetzt aber den Slider und. Einen schönen Dismount. Jetzt muss er nur noch die Wall hoch. Jetzt und er hat's, Er ist noch nicht oben. Kann ich mal sehen. Oh wei. Er ist noch nicht oben. Und damit hat Joey Strong den ersten Run in Ninja Turtles gewonnen. Mit einer krassen Zeit. Er läuft an und. Ich glaube, dafür ist der Mann ein bisschen zu kurz geraten. Starker Run. Okay, das war auf jeden Fall spannend. Das würde ich mir gerne noch anschauen. Seht ihr, in der.
Jace. Zum zweiten Run des Ninja Tournaments. Ja, ein wirkliches Highlight. Ich glaube, darauf freuen sich sehr, sehr viele Leute. Wir haben jetzt 9 Seven vs. Wild Kandidaten. Papa Platte gegen ehemaligen Seven vs. Wild Gewinner Otto Bulletproof. Papa Platte hat sich ja sportlich ein bisschen vorbereitet auf einen nicht stattfindenden Boxkampf. Mhm. Das heißt, er ist schon sportlich aktuell. Otto Bulletproof, sein Leben ist ja Sport, draußen sein, tough sein. Ja. Ne? Da muss man mal sehen jetzt. Wir waren unterschiedlicher Meinung, wie das hier machen könnte. Ja. Wollen wir sagen, was unsere Guesses waren, also oder nicht? Ich sag mal so, also ich glaube nicht, dass Papa Platte das hier schafft. Nichts gegen ihn, aber ich glaube nicht, dass er gegen Otto bestehen kann. Ich glaube tatsächlich, das Gewicht von Otto ist schwierig. So heftig. Ja, der Mann wiegt, ich will jetzt ein bisschen nah drehen, aber bestimmt 400 Kilo. Das sind ja Maschinen. Das ist halt das Heftige, ne? Wenn du wirklich so viel wiegst und so groß bist, dich dann lang zu hangeln, so, das kostet natürlich viel, viel mehr Kraft. Deswegen ist es gar nicht so einfach dann. Diener, hast du ihn gesehen? So, das ist ja kein Fett, das ist ja Muskelmasse. Ja, ja. Deswegen, ich sag Kevin, weil er ein bisschen agiler ist, reißt er das hier. Okay. Aber wir werden sehen, ne? Wir werden sehen. Würde ich jetzt entscheiden? Ich bin Kevin oder auch Papa Platte und ich streame Videospiele im Internet. Ich glaube, meine Chancen sind jetzt nicht super katastrophal, aber ich bin auf jeden Fall, glaube ich, der Underdog in unserer Gruppe. Ich bin Otto und heute machen wir den Ninja-Parcours. Was mache ich normalerweise? Outdoor und Survival. Wenn ich an meine Chancen denke, dann sage ich mir, ich bin zwar der Älteste im Start, aber ganz so schlecht soll das hoffentlich nicht ausgehen. Was machen wir jetzt? Wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, wer gewinnt. Ja. Ey, wir machen ein faires Match, gar nicht hier groß rumbeleidigen. Ja. Wir machen es einfach fair. Ohne Treten, ohne Spucken, alles. Ja, wir haben ähnlich großen Bizeps, sollte passen. Und jetzt einmal ein Applaus für Papa Platte und Otto Bulletproof. Ich glaube, richtig gefetzt hätte das, wenn es ein Live-Event gewesen wäre und man sich das halt live angucken kann. Ja, da sehen wir sie schon vorbereitet im weißen T-Shirt Papa Platte und in der Full Gear Otto Bulletproof. Gleich kommen die CO2-Kanonen und dann geht es direkt los. Die knallen auch immer rein, ey. Beide sind drüber gekommen, sehr, sehr gut. Boah, das ist einfach so crazy, einfach so viel Kraft einfach mit dabei. Mit dem Ring. Ei, Kevin hat verpasst. Boah, guck mal, Otto, was der Film. Otto, stark! Okay, ich nehme zurück, Otto, Maschine, der Mann. So, jetzt geht er auch oben drüber, das macht natürlich bei seinem Gewicht Sinn. Nee, er hangelt. Otto hangelt sogar. Er will es wissen. Ah, das ist das Asoziale an diesem Netz. Wenn man sich da einmal irgendwie drin verhangen hat, wenn man einmal da drin ist, dann ist es richtig schwierig, da wieder rauszukommen. Also das ist schon crazy. Er will es wissen. Kevin ist auch stark, Otto hangelt aber. Kevin, glaube ich, kommt nicht weiter da. Jetzt ist er draußen, Gott sei Dank. Und Otto Bulletproof ist schon Otto, weiter. Krass. Muss ja, das Cargonetz hat Kevin jetzt gerade ordentlich rausgebracht. Aber alles ist möglich. Alles ist offen, wir haben es ja gerade gesehen. Kevin hangelt auch! Boah! Kevin hangelt auch! Das hätte ich niemals gedacht, Kevin. Sehr, sehr starke Leistung jetzt. Eigentlich war es schon auch eine starke Gruppe, weil das Hangeln haben die allerwenigsten in dem gesamten Turnier gemacht. Die meisten sind einfach drüber gelaufen, weil man halt schon ein bisschen Kraft dafür braucht. Deswegen ist irgendwie schon, die Gruppe war schon ein bisschen assi. Du musst jetzt ganz kühlen Kopf bewahren. Ja, ganz souverän macht der Mann das. Krass. Ja, da ist die Höhe natürlich, da ist die Körpergröße schon von Vorteil. Und jetzt, zack. Ja. Ach krass, der ist aufgetreten, aber der Schiedsrichter hat nichts gesagt. Ich glaube, der hat es gar nicht mitbekommen. Das haben die erst im Nachhinein dann mitgekriegt. Hier, ah, okay. Ja, das ist genau das, weil wenn man einmal daneben getreten ist, ist man halt direkt raus gewesen. Und jetzt, zack. Ja. Das sieht gut aus. Kevin holt aber auch auf. Ja, er macht noch weiter jetzt. Oh, 1, 2, 3 und... Ja, yeah, und er hat es, und er hat es. Hat er. Was ein Einsatz. Krass. Überragende Leistung. Alter. Diese Zusammenschnitte sind so schön, machen gute Laune. Das war stark. Das war eine gute Aktion. Okay, du hattest richtig wieder deine Schätzung. Ja. Ich lag falsch. Okay. Dann würde ich sagen, zum Schluss geben wir uns mal noch, auch wenn das vielleicht ein Teil von euch schon gesehen hat, ist vielleicht ein bisschen gespoilert, aber dann wird es umso spannender beim nächsten Mal. Aber schauen wir uns mal noch, das ist nämlich vor 2 Tagen rausgekommen, schauen wir uns mal ganz kurz noch meinen Run gegen Papa Platte an. Kommen wir zum nächsten Duell. Jonas Ems gegen... Die haben am Anfang, wie gesagt, die machen so eine Aufnahme für, dass sie dann immer eingeblendet wird, wenn dann diese Anmoderation ist. Und die meinten, mach mal dieses, wo du dich so in die Kamera drehst, wo man so macht.
Dann meinte ich so, nee, Digga, das ist mir zu unangenehm. Dann meinten die so, ja, also sonst mach, also was willst du machen? Meinte ich so, ja, dann mache ich irgendwas richtig Cringes. Dann habe ich das gedacht, jetzt am Ende denke ich mir, was, irgendwie auch scheiße. Jetzt gucke ich immer so, manchmal so. Weiß ich nicht. Also, was geht? Ich bin Jonas Ems. Wenn ich meine Chancen einschätze, ich bin das jetzt einmal eben testweise gelaufen. Soll ich meine Haare grün und rosa färben? Ich glaube, das sah gut aus. Es lief okay, aber ich finde die Gruppe, in der ich bin, ist sehr, sehr stark. Ich bin Kevin oder auch von der Platte. Ich glaube, meine Chancen sind jetzt nicht super katastrophal, aber ich hoffe, dass ich wenigstens einmal komplett durchkomme. Ja, schauen wir mal. Also mir wurde hier schon gesagt, dass Jonas gestern wohl in 45 Sekunden alles durchgerannt ist. 33. Ah, okay, 33, sorry. Kevin läuft halt die ganze Zeit rum und sagt, er wird auf jeden Fall Erster und dass er jeden komplett rasieren wird, was ich unangenehm finde. Ich persönlich. Ja, ich kann mich auch einfach nicht zusammennehmen. Dieses Umdrehen wäre wild gewesen. Ey, kennt ihr das aus diesen random Promi-Flash? Videos und 1000, wo man sich immer so reindrehen muss. Junge, warum gibt's das so oft? Das ist einfach richtig, das ist unangebracht, unangenehm. Sorry, Mann. Also mal sehen. Freunde, macht mal einen riesen Lärm für Papa Platte und Jonas Sams! So, wir gehen rein in die nächste Runde. Beide in weißen T-Shirts. Boah, die sind genau gleich angezogen. Weißes T-Shirt, dunkle Hose. Der sieht auch sportlich aus, der sieht athletisch aus. Ach, hat die ganze Zeit echt, war die ganze Zeit am Komplimente spitten. Ich hab da eine leichte Sympathie. Habe ich das schon gespürt, auf jeden Fall. Ja, die wollen direkt durchrennen. Ich glaube, die ballern richtig, die beiden. Und zack. Ja, da gab's stark mal beide. Hat das eigentlich jeder schon gesehen, dieses Video hier? Oder gibt's Leute, die das gerade zum ersten Mal gucken? Was schön wäre, wenn man es hier im Stream zum ersten Mal guckt. Oh, Jonas, da vorne, Mann. Zack, oben rüber. Und das war halt richtig Glück, dass ich da drin gelandet bin und direkt rausfallen konnte. Weil das ist halt, wenn man halt hier kleben bleibt oder hängen bleibt, dann ist es halt schwierig. Deswegen, hier hatte ich, glaube ich, einfach einen guten Vorsprung dann. Und das hat dann gut funktioniert. Alter, oh, Kevin hat sich hier verhakt. Oh, das wird die Bestzeit. Weil Kevin vorne hängen geblieben ist, das ist das Problem. Wird das die Bestzeit von Jonas? Wenn er sich da gut anstellt. Er hangelt auf jeden Fall. Zwei, oh, er ist drei, schnell. Vier. Und weiter geht's durch, ist er mit dem Parcours. Und ich sag ehrlich, das war sehr crazy, weil ich das nicht gedacht hätte. Das war einfach nur das Adrenalin in dem Moment. Rüber jetzt, Balance halten. Kein Fehler machen. Und Papa Platte sehr weit ab. Ja, dieses Bild auch maximal unangenehm. Mit diesem Tattoo aus dem Filmdreh damals. Geschlagen. Und das zieht da durch. Mein Gott, ist er schnell. Und jetzt, eins. Ein Schritt vom anderen. Oh. Ja, da darf man sich nicht verschätzen. Und hier hätte ich wirklich kurz gedacht, dass ich verkacke, weil man darf halt nicht hier drauf, hier darf man halt schon drauf. Das war knapp. Ja, wir bleiben bei ihm, ja. Papa Platte zieht da sein Ding hinten durch, auch nicht verkehrt. Aber natürlich, Jonas ist da. Jonas rasiert einfach. Und wir haben mit einer Bestzeit, wir haben 50 Sekunden, wenn er jetzt durchläuft. Ja, und er... Und jetzt habe ich einfach dann so einen Fehler gemacht, weil ich nicht wusste in dem Moment, das war richtig los. Er macht es. Und zwar wusste ich nicht, oh, that ass, nein, Spaß. Ich wusste nicht, dass man als Typ hier oben greifen muss und nur als Frau hier unten greifen durfte. Ich dachte, man dürfte sich auch hier festhalten. So, wofür sind sonst diese Rillen da? Aber scheinbar, ja, das habe ich aber nicht gewusst. Dann habe ich jetzt schon gehört, dass die unten was gesagt haben. Oben greifen musst du. Ja, wir müssen nochmal. Deswegen kurz. Richtig dumm, es wäre halt voll die coole Zeit gewesen, muss ich da nochmal runtergehen. Mal ansetzen. Und jetzt. Jawohl! Da hat er das Ding, ja. Tolle Bestzeit. Wäre der eine taktische Fehler nicht gewesen. Okay, Kevin kann nicht mehr, Kevin ist dran. Die Zusammenschnitte sind cool, die machen gute Laune. Wie geht's dir? Katastrophe, Alter. Kannst du so nicht hochladen, was ist das denn? Also ich muss sagen, taktisch war es da oben schon gut von dir. Es war halt nur ein bisschen zu langsam. Ja. Also hättest du gegen andere jetzt... Ich wollte halt meine Kraft sparen für das Seil. Ja. Und dann am Ende war ich zeitlich nicht mal beim Seil. Alter, was war das? Alter, stark, gut. Mann. Ich glaube, es war Bestzeit übrigens. Ich hab einfach gelackt, weil das der... Ist ja so außer Atem, als ich da unten angekommen bin. Meine Kondition ist auch richtig, richtig schlecht. Einfach hatte ich dreimal Corona. Und nach dem dritten Mal ist die irgendwann richtig schlecht geworden. Und ich muss jetzt ganz langsam wieder reinkommen, das ist richtig nervig. Ding, ich bin also perfekt abgesprungen, dass ich genau da drüber so gefallen bin. Junge. Aber ich glaube, die beste Leistung hier bei dem Netz, also so wie du das gelöst hast, ja, war das Beste, was wir bis jetzt gesehen haben. Auf jeden Fall. Überschlag, Digga. Hast du das vorher Sport, aber ist schon, Sport ist dein Ding, oder? Also ich meine...
Danke, Max. Ja. Nee, also alles in allem wirklich eine sehr, sehr gute Runde. Schade für dich. Ja. Aber. Boah, Mann, das hat mich so genervt, dass ich da vorne mit dem Ring da erstmal hängen geblieben bin. Ja. Was soll man machen, ne? Was soll man machen? Ja, du wolltest aber auch eine starke Gruppe, muss man sagen. Ja, aber peinliche Leistung trotzdem. Na, Digga. Digga. Oh mein Gott. Geil. Alles in allem hat sehr viel Spaß zuzuschauen und von daher vielen Dank an euch beide. Ja, und wir schauen jetzt, wie es weitergeht. Ne? Dazu nochmal ganz kurz, habe ich noch niemanden gefragt. Macht das hier Bock für euch? Also ja, findet ihr das geil? Ultra geil. Wir haben es schon mal in so einer Halle vorher gemacht, aber immer nur so einzelne Hindernisse. Ha? Jetzt alles mal in so einem Run zu machen, ist übel geil. Das erfüllt mein Herz. Außer wer auch immer dieses Seil entschieden hat, das bockt überhaupt nicht. Also das ist sehr cool. Geil, dass du da warst. Dich sehen wir jetzt leider nicht mehr wieder. dich noch, auf jeden Fall nochmal. Du einen Run hast ja noch mindestens. Gegen Otto wird auch. Das Bild finde ich auch so cool. Das sieht so witzig aus. Ah, ich freue mich auf jeden Fall, wenn das Video kommt. Ich freue mich, bin sehr gespannt, was ihr sagt. Ich hoffe, ich könnte zufällig genau dann streamen, wenn das Video online kommt. Das wäre wirklich toll. Das wäre wirklich ein toller Zufall. Dann könnten wir gemeinsam reinschauen. Das wäre doch richtig großartig.